Obwohl der Großteil des H2 auf der Welt derzeit aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas hergestellt wird, besteht das Ziel darin, grünen Wasserstoff ohne Emissionen kostengünstig zu produzieren, um die Emissions- und Klimaschutzziele zu erreichen. Obwohl H2 ohne Treibhausgasemissionen verwendet werden kann, ist die Art und Weise seiner Herstellung entscheidend. Einmal produziert, kann H2 in emissionsfreien Fahrzeugen, Brennstoffzellen, Hausheizungen und anderen Anwendungen verwendet werden. Obwohl es farblos ist, wird es oft mit Farben gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen den zu seiner Herstellung verwendeten Methoden zu erleichtern und seine tatsächlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu bestimmen. Graues H2 ist das Ergebnis der am weitesten verbreiteten Produktionsmethoden, bei denen fossile Brennstoffe verwendet werden. Grün hingegen ist eine Produktionsmethode, die mit erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne betrieben wird und während der gesamten Produktion zu keinen Treibhausgasemissionen führt. Allerdings weisen Wissenschaftler der Universität Tel Aviv nun auf eine neue potenzielle Quelle für grünen Wasserstoff unter Verwendung von Mikroalgen hin. Die Forscher erhoffen sich von der neuen Methode des grünen Wasserstoffs einen Schub weg von fossilen Brennstoffen. Das Team wurde von der Dr. Andin Tamar Elman unter der Leitung von Professor Iftach Jacobi geleitet. Sie arbeiteten im Labor für erneuerbare Energien der Weiss Faculty of Life Sciences. Sie hoffen, dass diese Verwendung von Mikroalgen dazu beitragen wird, den industriellen Übergang weg von grauem H2 hin zu erneuerbarem H2 zu beschleunigen. Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in einem Artikel mit dem Titel Enhanced Chloroplast Mitochondria Großstark Promotes Ambient Algal, H2-Produktion in der Zeitschrift Cell Reports Physical Science. In diesem Papier beschrieben die Forscher ihre Studie eines mutierten Stammes mikroskopisch kleiner Algen, die die Produktion von H2 durch Photosynthese ermöglichen. Der Maßstab, in dem der emissionsfreie Kraftstoff hergestellt wird, würde den Anforderungen der Industrie entsprechen, so die Forscher. Laut den Forschern ist dies deutlich effizienter und kostengünstiger als bisher entwickelte Verfahren zur Herstellung von grünem Wasserstoff, die Solar- oder Windenergieerzeugung, destilliertes Wasser und Edelmetalle erfordern. Vielen Dank, dass Sie sich für Hydrogen Fuel News .com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.